Veranstaltungsformat, ich denke mal, da ist doch das Beste sind Diskussionspanels, Podiumsdiskussionen auch, ja, wo man eben auch dann den Leuten, die in einem Publikum sitzt, eben auch die Möglichkeit gibt, sich dahin zu äußern und man die Möglichkeit auch hat, wichtige Informationen rüberzubringen. Also die Frage kann ich jetzt so pauschal nicht beantworten. Also es kommt immer darauf an, was für eine Zielgruppe ich vor mir habe. Wenn ich junge Menschen, junge Erwachsene habe, da kann ich ja mit einer Podiumsdiskussion ehrlich gesagt auch keinen Erfolg haben. Wobei natürlich, wenn ich dann etwas ältere Menschen vor mir habe, funktioniert dieses Format dann auch. Und deswegen würde ich diese Frage nicht pauschal beantworten, sondern je nach Thema, je nach Zielgruppe, je nach Ort würde ich dann immer wirklich separat betrachten. Was zum Beispiel jetzt ja in Sachsen viel ausprobiert worden ist, so, mit Publikum einladen, wo dann auch der Ministerpräsident kommt und alle ihre Fragen stellen können. Ich denke, sowas ist ein Format, was durchaus ausgebaut werden kann, was funktioniert. Und da muss man nicht warten, bis der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin kommt, sondern das kann man zu kommunalen Themen auch machen und so die Möglichkeit gibt, dass Bürgerinnen und Bürger eigene Anliegen mehr mit einbringen und das nicht immer wie bei einer Podiumsdiskussion nur bestimmte Organisationen vertreten sind. Da muss ich gar nicht so weit zurückgehen. Da muss ich sagen, wirklich die heutige Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. In der Runde sitzen, jeder kann jeden anschauen, jeder kann jeden ins Gesicht blicken, jeder muss Gesicht zeigen, wenn er dran ist. Und ja, das ist beispielhaft, macht weiter so.